an einem Tag verheizt. So. So, und jetzt brauchen wir Wasser. Wie viel geht da rein? So lange, bis es überläuft. Okay. Aber so viel sollten wir nicht reintun. Ja. Ich mache meistens so bis zu der Schraube, hier ein bisschen mehr. Dann haben wir genug, dass wir auch sicher sein können, dass wir jetzt Feuer nicht da raustragen müssen. Weil Feuer, das unter einem leeren Kessel brennt, das ist nicht gesund für den Kessel. Ja, das sollte doch bedeuten. Das stimmt. Schüttelung. Ja, das reicht. So, dann machen wir mal Feuer. Und was hast du jetzt angezündet? Das sind S-Bits. S-Bit. Ja, hier steht es nochmal drauf. Gibt es zu kaufen. Also man kann da auch was anderes rein tun. Kleingarten, Kohlen, genau. Mhm. Ich habe sogar Torf dabei. So Torf kann ich jetzt auch theoretisch da reinhauen. Mhm. Das ist ja Trockenspiritus, oder? Ja. Uff, da ist sogar noch ein bisschen was drin. Oder? So, das sollte reichen. Was war das? Die Zylinderölung, ja, oder? Ja, Zylinder. Das ist schon Zylinder. Das wird dann hier mit dem Dampfdruck geht es mit. Mhm. Aber hier, alles was sich bewegt, muss auch geölt sein. Aber hier, guck jetzt ist das drauf und drüber, ist egal. Und das hier. Hier und hier hinten noch. Also hier. Selber nochmal hier. So, und ab jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, weil... Jetzt müssen wir warten. Ja! Wir fahren mal links, aber das ist schon nicht schön. Wie viel Druck haben wir jetzt? Also die Druckanzeige funktioniert nicht. Also ich rechne mal in etwa, dass wir ein Bar haben. Ja. Aber das reicht dafür was. Ja. Ist kaputt also. Alle, die das hören werden und sie jetzt sehen, einfach nicht drauf achten. Ja. Über Transmission. Haben schon viele Leute dran da. Genau. Also Achtung, hier von oben machen. Schaut ihr. Gebohren kann ich auch natürlich. So, einfach so hier unten mit dem Heben funktioniert das nicht. Jetzt ist, aber ich mache es immer so, ich halte sie und dann leicht nach oben drücken. Und dann, zack. Cool. Hier, ja, so sehen.